meine Damen und Herren, Deutschland ist insgesamt gesehen ganz gut durch die Krise gekommen bisher. Während fast überall sonst in Europa die Arbeitslosigkeit steigt auf traurige Höhen, der Konsum sinkt und die Wirtschaft schrumpft, behaupten sich die deutschen Unternehmen im globalen Wettbewerb. Die BASF ist ein gutes Beispiel dafür. Die Arbeitslosenrate ist vergleichsweise niedrig, die Exportkraft der Firmen stark. Doch wir spüren gerade jetzt in den letzten Monaten, dass sich auch Deutschland immer weniger von der Krise abkoppeln kann. Investitionen werden zurückgestellt. Der traditionelle Konjunkturmotor Außenhandel schwächelt ein bisschen. Die Konsumfreude ist es, die in den letzten Monaten dafür gesorgt hat, dass das Wachstum ein ganz klein bisschen noch im positiven Bereich geblieben ist. Also wir spüren, Deutschland ist keine Insel der Seligen, sondern sie wird auch von der Krise drumherum bedrängt. Wir wollen deshalb darüber diskutieren, wie steht es um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in diesem Panorama, das Bundeskanzler Schmidt so eindrucksvoll beschrieben hat. Herr Foscherau, Sie sind seit 2009 Vorsitzender des Aufsichtsrats der BASF. Dieses Unternehmen hat noch einmal glänzende Zahlen gerade vorgelegt. Der Umsatz stieg um sagenhafte 7% auf knapp unter 80 Milliarden Euro. Auch andere Rekordzahlen werden gemeldet von deutschen Industriekonzernen. Und da sollen wir uns wirklich Sorgen machen um die Wettbewerbsfähigkeit? Wir haben seit vielen Jahren unsere Hausarbeiten gemacht als BASF, teilweise mit schmerzhaften Schnitten. Wenn man Jahre zurück die Belegschaft Ludwigshafen betrachtet und jetzt, das immer unter Einbindung des Sozialpartners. Denn das Bewusstsein der BASF, dass unser Erfolg nur dann nachhaltig sein wird, wenn wir die Mitarbeiter mitnehmen, hat sich auch in Krisen bewiesen. Ferner haben wir immer sehr großen Wert darauf gelegt, dass unsere Technologieführerschaft bestehen bleibt, haben uns also sehr auf Forschung, Entwicklung und gleichzeitig auf die regionale Ausdehnung über den Globus konzentriert. Und ich möchte mal sagen, unsere globalen Kunden kaufen nicht BASF-Produkte, weil wir die D-Mark oder den Euro haben, sondern kaufen unsere Produkte, weil sie deren Qualität und unsere Technologie wollen. Wettbewerbsfähigkeit ist aber nicht nur dadurch geprägt, was man innen tut, sondern auch, was als Rahmen einem außen gesetzt wird. Und unsere Hauptproduktionsstätten für die globalen Märkte liegen nach wie vor in Europa, in Ludwigshafen und Antwerpen. Und das wird auch trotz Investitionen in China und in den USA so bleiben. Deswegen brauchen wir Rahmenbedingungen, die uns wettbewerbsfähige Produktion in Europa ermöglichen. Die größte Sorge, und das will ich aber jetzt nicht ausdehnen im Rahmen dieser Frage, ist momentan die Durchführung des Energiewandels, nicht der Ausstieg aus der Kernenergie, sondern die Durchführung des Wandels jetzt, der nämlich zur Kenntnis nehmen muss, dass wir globale Wettbewerber haben, die gegebenenfalls bei Rohstoffen und Energie erhebliche Vorteile haben. Und dann müssen wir uns mit unseren Produktionsstätten in Deutschland aber erhebliche Sorgen machen. Und vor dieser Lösung stehen wir noch. Also das Panorama könnte schwieriger werden. Ich habe jetzt die undankbare Aufgabe, die Herren immer wieder zu unterbrechen. Aber das war ja so vereinbart, Herr Foscherau. Das schaffen wir schon. Er hat übrigens am Ende das Schlusswort. Sie sprechen von der globalen Herausforderung, vor der Deutschland steht. Herr Bundeskanzler Schmidt, ich will Sie noch mal ansprechen im Hinblick auf China. Sie haben ja in Ihrem Eröffnungsreferat vor allem auch über Europa gesprochen, auch nicht mit Kritik gespart, aber richten wir noch mal den Blick auf China. Dort hat es einen Führungswechsel gegeben. Sie haben sich gerade mit dem neuen Premierminister auch getroffen. Der äußert sich positiv zu einer Partnerschaft mit Deutschland und sagt, beide Volkswirtschaften ergänzen sich, könnten gemeinsam Märkte erschließen. Und trotzdem wird China noch in diesem Jahrzehnt die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt sein. Was heißt das für den Industriestandort Deutschland? Und ist da Partnerschaft wirklich denkbar oder geht es nicht am Ende um knallharte Konkurrenz? Es geht um beides gleichzeitig. Das Wort knallhart würde ich ersetzen. Hart ist auch hart genug.
Und ein bisschen weicher als hart ist anzuempfehlen. Ein bisschen weicher als hart. Härte dürfen insbesondere die Deutschen nicht übertreiben. Angesichts der Geschichte Deutschlands in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Herr Brüderle, Sie waren mal Wirtschaftsminister. Noch haben deutsche Unternehmen viel Vorsprung in der Automobilindustrie, in der Chemie, im Maschinenbau. Trotzdem könnte Made in China bald das Label Made in Germany ablösen? Das wird es nicht. Wir werden unsere Spezialitäten weiterentwickeln müssen. Wir sind doch nicht der Standort für billige Massenproduktion. Wir haben hochspezialisierte Produktion, wie die BASF, Fahrzeugbau, große bekannte Marken, Volkswagen, BMW, Mercedes, die aber oft nur eine Fertigungstiefe zwischen 15-20% haben. Und viele mittelständische Zulieferer haben, oft Hidden Champions, in ihrer Spezialität Weltmarktführer sind. Wir haben die exzellente duale Ausbildung und Forschungseinrichtungen. Das gibt es in keiner anderen Stelle der Welt bisher in Rufnähe, wie wir es haben. Wenn wir das pflegen und weiterentwickeln, werden wir unsere Spezialitäten halten können. Wir haben keine Angst davor, dass China mehr verkauft. Da haben sie mehr Geld, da können sie mehr bei uns noch kaufen. Umso wichtiger, Herr Altbundeskanzler Schröder, irgendwie fällt mir das ganz schwer, das zu sagen. Ja. Herr Schröder, wenn wir über die inneren Verhältnisse in Deutschland sprechen und die Bedingungen dafür, dass der deutschen Wirtschaft gut geht, meinen auch viele Ihrer damaligen Kritiker, da ist in der Tat den Hartz-Reformen viel zu verdanken. Kritiker dagegen verweisen auf den Sozialabbau, Niedriglöhne, Zeitarbeit, Minijobs. War das der Preis, den wir zahlen mussten? Oder ist denkbar, dass in der Phase, die jetzt kommt, das Land wieder ein bisschen sozialer wird? Nach neuesten Untersuchungen ist die Kritiker nicht berechtigt, weil das, was wir an Flexibilität im Arbeitsmarkt haben, keineswegs so organisiert ist, dass daraus Armut entstehen muss. Auch die Diskussion über Ausweitung von Leiharbeit, die Diskussion über sogenannte Aufstocker ist eine wichtige Diskussion. Und wo immer mit dem, was wir seinerzeit gewollt haben, wo immer Fehler aufgetaucht sind, muss man die korrigieren. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Ich habe immer gesagt, die Agenda 2010 sind nicht die 10 Gebote und ich bin schon gar nicht Moses. Und deswegen ist das Menschenwerk. Und wenn sich ein solches Konzept an der Wirklichkeit stößt, die wir wollen, dann muss man es für möglich halten, dass das Konzept korrigiert werden muss und nicht nur die Wirklichkeit. Von daher, die Diskussion schreckt mich überhaupt nicht. Die negativen Seiten, die es gegeben hat, durch einen neuen Anfang zu überwinden. Ich will ein Wort sagen zu dem, was Wettbewerbsfähigkeit angeht. Es ist ja nicht so, dass wir wettbewerbsfähiger als England, als Frankreich, als andere sind, nur weil es die Agenda gegeben hat. Das wäre falsch, davon auszugehen. Sondern es sind drei Gründe. Erstens, wir haben anders als Frankreich und Großbritannien einen industriellen Sektor, der immer noch über 20% des Bruttoinlandsprodukts liegt. Bei Frankreich ist er bei 12 und in England bei 13%. Und genau darum geht es, diesen industriellen Sektor gekennzeichnet, nicht nur durch große Unternehmen, sondern durch das, was wir Mittelstand nennen, wirklich zu pflegen. Zweitens, es ist heute angeklungen und passt gerade zu dem Jubilar, wir haben eine spezifische deutsche Art, die Arbeitsbedingungen auszuhandeln. Das, was wir Sozialpartnerschaft nennen. Und drittens, natürlich die Reformen der Agenda haben dazu beigetragen. Alles drei zusammen hat uns stärker gemacht. Und jetzt würde ich Herrn Foscherau in einem Punkt zustimmen. Wenn wir diesen industriellen... Erstmal noch in einem. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Wenn wir diesen industriellen Sektor erhalten wollen, diese relativ großen industriellen Sektor erhalten wollen, wird die Frage der Versorgung mit Energie die zentrale Frage für die Wettbewerbsfähigkeit werden. Und ob wir das, was sich die gegenwärtige Regierung vorgenommen hat, in den Zeiträumen, in denen sie das haben will, schaffen werden, das wage ich zu bezweifeln. Da bin ich skeptischer als diejenigen, die jetzt die Verantwortung für das zu übernehmen haben, was man Energiewende nennt. Sind Sie da genauso skeptisch, Herr Merz? Da geht es ja jetzt
da geht es ja jetzt auch um Kritik an der Regierung, der Sie auch einmal hätten angehören können, wenn die Dinge anders gelaufen wären. Also das ist ja ganz, ganz liebenswürdig, was Sie da gerade sagen. Also ich glaube, das Thema Energiepolitik und Energieversorgung eines Industriestandortes gehört in einen größeren Kontext. Und dieser Kontext lautet Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Und hier gibt es für uns eine latente Gefahr. Es geht uns relativ gut. Und es ist von der deutschen Industrie häufig immer wieder beschrieben worden, wie schwierig das alles wird. Und trotzdem ist es gut gegangen. Es muss aber nicht immer gut gehen. Und es kann sein, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man die Belastbarkeit eines Standortes auch überfordert. Und ich will neben der Energiepolitik, wo ich die kritische Einschätzung von Herrn Schröder teile, einen zweiten Bereich nennen, der dieses Unternehmen unmittelbar betrifft. Also das, was die Region sich vorgenommen hat, ist zu schnell, nach Ihrer Meinung? Ich halte es für sehr ambitioniert. Und ganz nebenbei, ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass das auch vorher in Europa mit dem einen oder anderen Mal abgesprochen wird. Und nicht allein... Helmut Schmidt hat ja eben die Rolle Deutschlands in Europa beschrieben. Und zu dieser Rolle gehört ja nicht nur, dass wir uns auch mal etwas zurücknehmen, sondern zu dieser Rolle gehört auch, dass wir das, was wir hier machen, innenpolitisch, auch immer in einem gewissen europäischen Kontext sehen. Und Energiepolitik ist keine nationale politische Aufgabe allein mehr. Sie können bei offenen Grenzen für Waren, Dienstleistungen, Kapitalverkehr und Personen nicht Energiepolitik mehr alleine national machen. Es geht einfach nicht mehr. Der zweite Punkt, und den würde ich gerne schon ansprechen, weil ich glaube, dass man bei einem Unternehmen wie der BASF diesem Thema nicht aus dem Wege gehen kann. Eine der großen Industrien der Zukunft wird die Biotechnologie und die Gentechnik sein. Große Teile der Bundesrepublik Deutschland zur gentechnikfreien Zone zu erklären, ist mit Verlaub gesagt kindisch. Ich kann das politisch verstehen, aber da muss man dann auch eine begründete Position dagegen einnehmen. Und wenn ein Unternehmen wie die BASF eine Stärkekartoffel züchtet, die nie die Lebensmittelkette erreicht und hier nach 14 Jahren keine Genehmigung erteilt wird und die Forschung dann nach China verlegt wird, dann kann man sagen, okay, Stärkekartoffel, wen kümmert das? Aber hier geht es um grundlegende Entscheidungen der zukunftsfähigen Technologien in einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland. Lieber Herr Frey, nur vielleicht die Bemerkung noch, das können Sie jetzt alles dieser Regierung sagen, aber das war auch vorher schon nicht so ganz viel besser. Da muss es eine politische Führung geben, und Herr Brüderle, vielleicht sogar mal wieder Wirtschaftspolitik in Deutschland, wo jemand mal sagt, dies sind fundamentale politische Rahmenbedingungen einer Volkswirtschaft und da kann man nicht jeden Tag auf Umfragen gucken, da muss man auch mal das tun, was in 10 Jahren und in 20 Jahren politisch auch noch richtig ist. Wo wir über politische Führung reden, Herr Merz, das muss ich jetzt leider machen. Herr Bundeskanzler Schmidt, ich will Sie nicht in Verlegenheit bringen, aber Sie haben in Ihrem Referat gesagt, es gibt keinen Staatsmann, der im Moment genug Autorität und Tatkraft hat. Wollten Sie uns sagen, dass es auch keine Staatsfrau gibt, die Europa nach vorne bringt? Ob Mann oder Frau macht hier keinen Unterschied. Okay. Herr Vassiliadis, reden wir noch mal beim Thema Wettbewerbsfähigkeit über die soziale Komponente. Das spielt ja auch eine Rolle und ist ein Erfolgsfaktor, gerade wenn man sich hier im Raum
umschaut. Die deutschen Ausfuhren sind enorm gewachsen über die letzten Jahre. Und das hängt sicher auch damit zusammen, dass die Lohnzuwächse relativ gering waren. Ihre Branche macht dann noch eine Ausnahme. Sie gehören ja zu den Gut- und Bestverdienern im industriellen Umfeld. Und trotzdem, im industriellen Umfeld. Und trotzdem frage ich Sie, haben die Gewerkschaften insgesamt nicht einen Kurs mitgemacht, der gut für die Wettbewerbsfähigkeit ist, aber nicht so gut für das Portemonnaie derjenigen, die hier sitzen? Nein. Sie sollten wissen, dass die IGBCE gut, aber nicht billig ist. Das ist schon mal das Erste. Und wir sind bald wieder in der Tarifrunde. Ich nehme Sie dann noch mal beim Wort, wenn wir darüber sprechen. Dieser Vorwurf begegnet uns in Europa. Als hätten die Gewerkschaften, als hätte die eine oder andere Reforminitiative quasi gerade bei den Löhnen diese Wettbewerbsfähigkeit induziert. Das halte ich für den Teil, über den wir hier reden, nämlich die exportorientierte Hightech-Industrie, das ist nicht nur die Chemie, halte ich das für eine Legende. Hier haben wir Folgendes gemacht. Egger Foscherau hat das angedeutet und das war sehr, sehr schmerzhaft. Wir haben uns in den 90ern und 2000ern auf einen Technologie- und Rationalisierungsschub begeben, der mit Kompetenz und Qualität sozusagen Produktionsprozesse auf eine Qualität gehoben hat, die eine unglaubliche Rationalität mit sich bringt. In der Chemie ist die Produktivität pro Kopf inklusive Managergehälter 400.000 pro Kopf. Da kann man auch was verteilen. Wir haben also an dieser Stelle, glaube ich, uns ordentlich bewegt. Was wir getan haben, und das ist ein großer Unterschied übrigens auch zwischen der einen oder anderen Gewerkschaft in Deutschland, wir haben einen Teil dieses Verteilungsspielraums in die Zukunft investiert. Also wir haben sowohl Qualifikation, Altersvorsorge, aber auch die Frage, wie wir in der demografischen Gestaltung vom Fleck kommen, sozusagen investiert. Und das ist, glaube ich, ein Zugang, der uns besonders auszeichnet. Wir wollen sozusagen Zukunftsgestaltung auf der langen Sicht mitgestalten. Und wenn Sie sich die Betriebsräte und Vertrauensleute in diesem Unternehmen anschauen, die verstehen sich auch als Zukunftstreiber. Und in diesem Unternehmen hat eins funktioniert, gerade weil wir uns respektvoll begegnen, dass wir an einem gemeinsamen Ziel, nämlich Wettbewerbsfähigkeit, arbeiten, mit einem zweiten Ziel, am Schluss gute Arbeit, gut bezahlte, sichere und gute Arbeitsplätze vorzufinden. Und das ist eine Referenz, wo ich sagen würde, dieses Land könnte in vielen Feldern dieses Vorbild gebrauchen. Wir finden nämlich in diesem Land auch ganz andere Arbeit. Und das finde ich etwas, wo wir für die Zukunft eine Diskussion viel ernster darüber führen müssen. Herr Foscherau, Sie sind ja jetzt frei. Mit dem Ausscheiden aus dem Amt des Präsidenten sind Sie jetzt ja frei. Und auch wenn wir jetzt hier keine öffentlichen Tarifverhandlungen führen, würden Sie trotzdem sagen, dass in Zukunft, na, sagen wir mal, die Scheibe, die sich die Arbeitnehmer abschneiden könnten, ein bisschen größer werden dürfte? Na, nun gibt ja einen Ruck. Also, das mache ich mir jetzt einfach mit Rücksicht auf die Frau Sokale, die ja in wenigen Monaten diese Verhandlungen führen muss, tue ich das jetzt nicht. Aber ich muss auch sagen, wir haben uns durch schwierige Zeiten, die ganz besonders, die ja da vorne auch sitzen, Jürgen Struwe und Max-Dietrich Klei ja auch mal durchgestanden haben, mit der IGBCE zusammengefunden. Wir haben natürlich auch nicht die Erkenntnis, was heute notwendig ist, schon vor 20 und mehr Jahren gehabt. Aber dieser Prozess, der eben am spürbarsten war an dem größten Standort der BASF in Ludwigshafen, wobei die Europäer immer der Meinung sind, wir müssen immer verändern und ihr nicht. Ludwigshafen hat dramatisch verändert und hat sich enorm wettbewerbsfähig gemacht. Aber das hat dazu geführt, dass wir erstens den Dialog geführt haben und zweitens die betroffenen Mitarbeiter trotz dieser Veränderungen mitgenommen haben. Und daraus ist auch etwas entstanden, und das weiß der Herr Vassiliadis genauso gut wie ich. Der Herr Schmoldt ist auch hier. Wir befassen uns eben nicht nur mit der IGBCE heute 6 Wochen im Jahr mit einer Tarifrunde, sondern 11 Monate im Jahr gemeinsam für die Wettbewerbsfähigkeit der chemischen Industrie in Deutschland zu streiten.
Und das in Brüssel, in Berlin, im Land. Und wir ziehen in die gleiche Richtung. Und dann stellt man manchmal fest, dass die Mitarbeiter das erkennen und uns damit auch das Vertrauen geben, beiden Seiten während der Tarifrunden, naja, die wissen ja, dass wir Teil des Erfolges sind. Und ich möchte mal sagen, dass wir die letzten 40 Jahre, wie lange streiken wir jetzt nicht? 40? Ja. Die letzten jetzt, dass das nicht erkauft worden ist durch zusätzliche Tariferhöhungen, sondern durch das Verständnis, dass wir nur gemeinsam Erfolg haben können. Und das wird auch in der nächsten Tarifrunde so sein. So lange. So lange Zeit kann man brauchen für ein einfaches Ja. Übrigens, denjenigen, die es nicht gesehen haben, Frau Sukala hat auch geklatscht. Ich will aber noch mal fragen, bevor es zu heiter wird. Was können andere Branchen, Herr Brüderle, aus diesem Modell, ganz besonderen Modell der Sozialpartnerschaft in dieser Industriebranche lernen? Also gibt es da was Vorbildliches oder kann einfach auch mehr verteilt werden, weil die Produkte so gut sind? Nein, es ist schon vorbildlich, weil man hier vertrauensvoll über viele Jahre zusammenarbeitet. Deshalb sind wir auch dezidiert für die Tarifautonomie, wollen nicht den Gesetzgeber als Festlegung von Löhnen, sondern es sollen die Gewerkschaften der Arbeitgeber gemeinsam machen. Das hat sich bewährt und das muss gestärkt werden. Dort, wo es nicht funktioniert, muss man gegebenenfalls Ersatzlösungen auf den Weg bringen. Und das führt auch dazu, dass ein Klima da ist, in dem man Handlungsfähigkeit über die Betriebsabläufe hat. Friedrich Merz hat zu Recht angesprochen, Gentechnik. Ich hatte das Vergnügen mit Herrn Hambrecht, die erste Anpflanzung, die erste Ende der Amflora, der Speisekartoffel, die gentechnisch erzeugt wurde, also Stärkekartoffel natürlich, mitzuerleben. Wir wussten beides, die Anpflanzung wie Ernte, weil es politisch organisierte Demonstrationen, Aktionen gab, quasi unter Polizeischutz durchführen. Das geht nicht. Und deshalb braucht man auch ein Beispiel, wo beide Seiten dahinter stehen. Und es ist bedrückend, wenn es auch das gibt, wenn die BASF sich entscheiden muss, gentechnische Komponenten Ludwigshafen nicht fortzuführen, dann darf es eben nicht von verantwortlicher Politik einen Beifall dabei geben, dass das nicht mehr hier in Ludwigshafen stattfindet. Jetzt hätte man gern doch einen dabei, der eine Gegenposition vertritt, aber ich glaube, den haben wir hier nicht auf dem Podium. Herr Schmidt, Sie haben ja in Ihrem Vortrag die Situation in Europa in den Vordergrund gestellt, die Lage des Euro. Und Sie haben gesagt, es ist keine Euro-Krise, sondern es ist eine Krise der europäischen Institutionen. Herr Merz, sehen Sie das auch so, dass es hier nicht im Kern um die Währung geht, sondern darum, wie die europäischen Institutionen, die nationalen Regierungen zusammenspielen? Ich teile das voll und ganz. Wir haben keine Euro-Krise und wir haben auch keine Währungskrise, sondern wir haben eine Verschuldungskrise der öffentlichen Haushalte und wir haben ein wirklich mittlerweile dramatisches Defizit an wirtschaftspolitischer Führung der Kommission. Wissen Sie, wenn Sie heute die Zeitung lesen, da stehen dann lange Abhandlungen und Berichte darüber, ob jetzt das Defizit in Griechenland im Jahr 2022 bei 117% oder bei 119% des BIP liegt. Ehrlich gesagt, das ist völlig wurscht. Entscheidend ist, dass wir in großen Teilen Europas keine wettbewerbsfähige Industrie mehr haben. Und bevor sich die EU-Kommission weiter über 117% oder über 119% unterhält, sollte diese Kommission doch einmal Vorschläge machen, wie man in ganz Europa wieder wettbewerbsfähige Industrien bekommt. Gerhard Schröder hat eben... Wobei, das will ich nicht so leichthin einfach mal sagen. Diese Aufgabe ist ziemlich schwierig. Denn neben den unterschiedlichen Vorstellungen über Tarifpolitik und über soziale Partnerschaft, die eben in Europa auch nicht einheitlich ist, haben wir in Europa auch hoch unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie Wirtschaftspolitik funktioniert. Und ich gehöre nicht zu denen, die der Meinung sind, dass alle theoretischen Betrachtungen, wie man das machen soll,
der Vergangenheit angehören, weil wir jetzt im postideologischen Zeitalter leben, sondern wir haben unverändert große Meinungsunterschiede darüber, ob wir eher über die Angebotsseite oder über die Nachfrageseite erfolgreiche Wirtschaftspolitik machen. Und diesen Konflikt kann niemand anders auf die Tagesordnung setzen als die EU-Kommission. Eigentlich müsste die EU-Kommission jetzt ein Weißbuch Wettbewerbsfähigkeit schreiben und aufschreiben, wo eigentlich die Herausforderungen für Europa liegen. Und dann würde wahrscheinlich die Bundesrepublik Deutschland auch nicht nur gut dabei wegkommen. Also die Frage zum Beispiel Energiepolitik, wie wir das hier machen, ist angesprochen worden. Die Frage, wie wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für leistungsfähige Frauen organisieren, das macht Frankreich um Klassen besser als Deutschland. Also wir würden auch an der einen oder anderen Stelle, etwas gesagt bekommen, was wir verbessern müssen. Aber wir müssen diese Grundsatzdiskussion führen, wie wir denn wieder zu einer Industriequote, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder haben es beide angesprochen, wie kommen wir wieder zu einem Industrieanteil an unserem BIP von, sagen wir mal, gut 20%. Wie kommen wir dazu in Europa? Herr Schröder, jetzt will ich mich mal für einen Moment auf die Seite der Kommission stellen. Einfach mit der Frage, ist sie denn wirklich, hat sie so viel Bewegungsfreiheit, wie Friedrich Merz hier fordert? Oder haben wir es nicht auch mit einem Europa zu tun, das in gewisser Weise renationalisiert ist und wo die Spielräume der europäischen Institutionen ja kleiner geworden sind und die europäischen Regierungen einerseits Führung für sich beanspruchen, sich aber nicht einig werden? Nein, die Kommission ist ja die einzige Institution, die handeln kann und soll. Sie ist die Institution, die als einzige befugt ist, Gesetzgebung vorzuschlagen. Die anderen sind ja nicht dazu in der Lage und befugt. Insofern könnte sie mehr aus sich machen. Ich glaube auch, dass zwei Probleme dort sind. Wir haben zu viele Kommissare. Die Kommunikation untereinander ist außerordentlich schwierig. Und wir haben an der Spitze der Kommission einen außerordentlich schwachen Kommissionsvorsitzenden. Das lässt sich ernsthaft auch nicht bestreiten. Das zweite Problem. Wir werden die Kommission verändern müssen. Wir werden in den nächsten europäischen Wahlen dafür Sorge zu tragen haben, dass es einen von den großen Organisationen einen Spitzenfrau, einen Spitzenmann gibt, der sozusagen auftritt als der denkbare Kommissionspräsident und der ganz andere Führungsmöglichkeiten hat, wenn er auf diese Weise gewählt wird. Haben Sie da jemand Spezielles im Auge? Es gibt ja Diskussionen darüber, dass die Sozialdemokraten den Helmut nicht, sondern dass die Sozialdemokraten den gegenwärtigen Parlamentspräsidenten aufstellen, die Konservativen, Herrn Tusk aus Polen, alles ganz vernünftige Lösungen. Wichtig ist, dass deutlich wird, dass da jemand an der Spitze der wichtigen Institution Kommission ist, der erstens direkter legitimiert ist und dadurch auch verantwortlicher agieren kann. Als zweites, wir werden dahin kommen müssen, dass das Parlament letztlich entscheidet, wie die Kommission zusammengesetzt ist und wer Kommissionspräsident wird. Dabei wird dann die Mehrheitsfrage eine Rolle spielen, aber ich bin sehr dafür, dass man tendenziell in die Richtung geht, das wird dauern, das weiß ich auch, aus der Kommission eine Art Regierung mit definierten Kompetenzen zu machen, die dann auch vom Europäischen Parlament eingesetzt und kontrolliert wird. Anders ist das Demokratiedefizit nicht aufzuheben. Und anders ist auch das, was Sie kritisiert haben, mangelnde Initiative in der Kommission kaum außer Kraft zu setzen. Reden wir doch noch mal einen Moment über den Euro. Das ist ja das, was Herr Schmidt auch angesprochen hat. Sie sind ja auch nicht sehr pfleglich mit dem, mit dem Säugling-Euro umgegangen, als Sie ihn 1998 als kränkelnde Fehlgeburt bezeichnet haben. Frühgeburt, nicht Fehl. Frühgeburt. Über das Stadium ist er jedenfalls raus nach 15 Jahren. Wie kriegen wir ihn denn wieder gesund? Ich stimme Herrn Merz zu. Wir haben in der Tat, und auch Helmut Schmidt hat es ja gesagt, in der Tat keine wirkliche Währungskrise. Wir haben eine Krise der politischen Institutionen. Es ist auch richtig, die einzige Institution, die handlungsfähig ist und die ja handelt, ist die Europäische Zentralbank unter Mario Draghi. Sie kaufen im Grunde den politischen Entscheidungsträgern Zeit. Und jetzt kommt es darauf an, dass die gegenwärtigen politischen Entscheidungsträger diese Zeit nutzen und das machen, was am Anfang des Euro
aus guten Gründen nicht gemacht werden konnte. Nämlich, es kann auf Dauer keine stabile Währung geben, wenn man nur in der Lage ist, über die EZB die Geldpolitik zu koordinieren. Man muss auch in der Lage sein, die Fiskal- und die Wirtschaftspolitik zu koordinieren. Und wenn ich sage koordinieren, meine ich ja nicht, dass alles gleich gemacht werden muss. Da wird es Bandbreiten geben. Aber das wirkliche Defizit bei der gemeinsamen Währung war und ist, dass es diese Möglichkeit einer Abstimmung, einer weit besseren Abstimmung über Fiskal- und Wirtschaftspolitik und ich füge leise hinzu, auch über Sozialpolitik nicht gibt. Denn die Differenzen zwischen den Ländern in der Eurozone in sozialpolitischen Fragen, in wirtschaftspolitischen Fragen, in fiskalpolitischen Fragen sind einfach zu groß und das drückt natürlich auf die Währung. Das ist unser zentrales Problem. Draghi hat Zeit gekauft, die Zeit muss jetzt genutzt werden. Herr Schmidt, Sie haben ja eben gesagt in Ihrem Vortrag, ein Patentrezept haben Sie auch nicht, das gibt es auch nicht. Und trotzdem will ich Sie fragen, was die Richtung angeht, ist die Richtung denn mehr Europa, mehr Vertiefung, so wie Herr Schröder es eben auch angedeutet und gefordert hat, oder ist die Lage nicht so, auch so unübersichtlich, auch was die Stabilität und die Substanz der einzelnen Regierungen angeht, einfach nicht groß genug, dass man das wagen könnte? Und deshalb stehen wir vor einer Phase auch der Renationalisierung. Weniger Europa, mehr oder weniger. In welche Richtung müssen wir gehen? Langfristig müssen wir in die Richtung auf mehr Europa gehen. Kurzfristig betrachtet das Jahr 2014 und das Jahr 2015 ergibt sich eine Notwendigkeit zu handeln, obwohl die Verträge noch nicht geändert sind. Die Verträge werden auch im Jahr 2015 noch nicht geändert werden. Es hat im Jahre 1968 in Deutschland ein Gesetz gegeben über Stabilität und Wachstum. In diesem Gesetz steht das Wort vom außenwirtschaftlichen Gleichgewicht als Ideal für die damalige Bundesrepublik. Von dem sind wir meilenweit entfernt, von dem außenwirtschaftlichen Gleichgewicht. Und in Kürze, im Jahre 2013, 14, 15, wird sich aus der Tatsache, dass die riesenhaften Überschüsse der Deutschen auf der anderen Seite riesenhafte Defizite bedeuten, daraus wird sich ergeben, dass die Deutschen zahlen müssen. Frau Merkel wird sehr erfolgreich versuchen, diesen Prozess des Zahlenmüssens zu verschieben auf hinter die deutschen Bundestagswahlen. Das kann ich auch gut nachfühlen. Aber das Jahr 2014 wird passieren, das Jahr 2015 wird auch passieren. Und da gibt es einen Punkt, da bin ich nicht Ihrer Meinung, bin ich mehr Ihrer Meinung, Herr Frey. Sie haben angedeutet vorhin, dass Sie der Meinung sind, bei den Löhnen hätte man etwas mehr zulegen dürfen. Da die Deutschen nicht aufwerten können, solange sie dem Euro angehören, ist die Frage der Produktionskosten, und dazu gehören die Löhne, die einzige, mit der wir unser außenwirtschaftliches Ungleichgewicht ein bisschen mildern können, ein bisschen mehr ins Gleichgewicht können. Ich glaube, dass hier der IG Chemie weniger Vorwürfe gemacht werden können als anderen. Aber der Vorwurf trifft die deutsche Gewerkschaftsbewegung insgesamt. Herr Schmidt, will an einer Stelle noch mal nachfragen. Wenn Sie sagen, wir werden zahlen müssen, 2014, 2015, wie wird das denn aussehen? Durch mehr Inflation oder wie müssen wir uns das vorstellen? Wie wird der Zahltag sich gestalten? Das ist nicht ganz leicht vorherzusehen. Entweder werden wir in bar zahlen oder wir werden zahlen dadurch, dass wir Schulden streichen. Herr Vassiliadis, ich will noch mal auf einen Aspekt zurückkommen, der verschiedentlich schon angeklungen ist, auch im Referat von Herrn Schmidt. Die Frage des Sparens und die Frage der Jugendarbeitslosigkeit. Was kann ein Unternehmen wie die BASF, ein Industrieverband wie Ihrer, aktiv tun,
um dieses Ausbluten der Länder des Südens zu verhindern. Es kann doch nicht im Ernst eine langfristige Lösung sein, eine ganze Generation von jungen Leuten aus Spanien oder Italien hierher zu holen und dafür zu sorgen, dass in späteren Jahren dann diese Generation in den Ländern fehlt. Ja, Sie haben völlig recht. Das ist ja ein bisschen so auch eine Diskussion, die ein bisschen vordergründig ist. Das Einzige, was wir tun können, das ist natürlich bei der Dimension, über die wir reden, eine wirklich große Aufgabe, ist zu versuchen, dorthin, wo wir Wettbewerbsfähigkeit, Reindustrialisierung, das ist ja nicht einfach, das dorthin zu bringen, wo wir das hinbringen wollen, wirklich die Qualifikation, die Kompetenz der Menschen nach vorne bringen. Also wir brauchen ein wirklich großes Investitionsprojekt, dass diesen Bildungsteil, ob es jetzt nur mit dualer Ausbildung oder ob es mit schulischer Ausbildung ist, jedenfalls in einer Qualität, die wirklich als wettbewerbsfähige Grundlage für wieder in diese Länder fließende Investitionen dienen kann, nach vorne zu bringen. Das, was wir dort machen, ist eine Menge, sind gute Einzelbeispiele, aber es bleibt natürlich symbolisch. Und die Diskussion, die Menschen hierher zu holen, das halte ich für eine ziemlich vergiftete Pille. Dann holen wir die Einzigen, die dort noch Potenzial haben, hierher und nutzen sie dafür, dass wir in der Vergangenheit unseren eigenen Fachkräftemangel nicht adäquat beantwortet haben. Das halte ich wirklich für ein Riesenproblem. Herr Voschrau, wie optimistisch sind Sie denn, dass diese Reindustrialisierung, die hier gefordert wird, in diesen Ländern gelingt? Und meine, Sie sind ja ein machtvolles Unternehmen. Wie war das? 80 Millionen Umsatz, ja? Da müsste Milliarden. Man kommt schon ganz durcheinander in diesen Zeiten der Rettungsschirme. 80 Milliarden. Ich meine, Sie könnten ja vielleicht auch in Spanien investieren. In Spanien investieren statt in China. Herr Frey, ich war immer schon fasziniert und in den letzten 2 Jahren in Europa auch. Herr Stube und ich waren ja lange in Südamerika und ich war immer da schon fasziniert. Da kommt ein junger Mann vom IWF, da kommt ein junger Mann von Latin American Development Bank und dann ist da noch einer von einer anderen Institution. Und dann legen die einen Plan vor, wie man in einem halben Jahr 100 Jahre von fehlgesteuerter Wirtschafts- und Industriepolitik korrigiert und das Land dann in die schöne Zukunft läuft. Das ist nie eingetreten und ist in Südamerika auch bis heute nicht eingetreten. Ich bin sehr für Europa. Wir haben zu Europa keine Option. Ich bin für den Binnenmarkt. Und ich bin auch für eine Solidaritätsgemeinschaft in Europa. Das Problem war nur, solange alles schön lief, war die Solidarität des Nehmens wesentlich besser ausgeprägt als die Solidarität des Gebens. Genommen hat jeder gern. Dazu kommt, Solidarität muss auch ein Mindestmaß von Solidität schaffen. Denn das Geld immer nur in ein schwarzes Loch zu kippen, das man dann nie wieder sieht. Aber die Entwicklung des Südens in Europa. Wir haben Griechenland, wir haben Italien, wir haben Spanien, wir haben Südfrankreich. Das ist eine Generationenfrage. Ich kann doch die ganzen Strukturen von Spanien, von Griechenland, von Italien, Norditalien nehme ich mal aus. Italien ist einer der größten Absatzmärkte, nicht nur für die BASF, sondern für Deutschland. Aber Griechenland und Spanien, die im Grunde genommen von Tourismus, von Landwirtschaft und von Bau gelebt haben, kann ich doch jetzt nicht zu Herrn Fehrenbach von Bosch sagen, nun verlager mal die halbe Fabrik nach Spanien, damit du dafür die Jugendlichen Arbeit schaffst. Da sind ja die ganzen Grundlagen gar nicht dafür da. Wir müssen gemeinsam in Europa, und das hat Herr Merz vorhin gesagt, ein Whitebook Wettbewerbsfähigkeit, die solche Dinge auch dann adressiert, und dann in einer Generation versuchen, die langsam an uns heranzuführen. Alles andere ist Wunschdenken. Wir werden es nicht so, wie wir von diesen, ja jetzt Eggheads will ich nicht sagen, aber wie wir von denen dann immer vorgesagt kriegen, im halben Jahr ist alles gelöst, werden wir nicht hinkriegen. Der Teufel liegt ja manchmal im Detail. Herr Schröder, Sie haben eben so in einem eher in der Zwischenbemerkung auch anklingen lassen, mehr Europa bedeutet auch mehr soziale Angleichung sozialer Standards. Bundeskanzler Schmidt hat uns ermahnt, das Verhältnis zu Frankreich nicht noch weiter zu belasten.
Aber da zeigen sich die Konflikte. Wie kann man einem Arbeitnehmer in Deutschland erklären, der jetzt bis 67 arbeiten muss und vielleicht sogar noch ein bisschen länger, während in Frankreich gerade die Rente mit 60 wieder eingeführt wurde? Wie schafft man das zusammenzuhalten, ohne das Verhältnis zu belasten? Es ist ja schon nicht einfach, es in Deutschland zu erklären, vor allen Dingen unseren Gewerkschaften nicht. Da nehme ich auch die BCE nicht mal aus. Aber es war notwendig. Wenn Sie sich die demografische Entwicklung in Deutschland anschauen, ist es wahrscheinlicher, dass wir das Renteneintrittsalter auf 70 erhöhen, als dass wir es von 67 wieder zurückfahren. Das halte ich für eine Entwicklung, die nicht aktuell ist, aber die tendenziell jedenfalls nicht ausgeschlossen werden kann. Erstens. Zweitens, dass der französische Präsident das, was er dort im Übrigen für eine überschaubare Zahl, muss man sagen, es war auch ein bisschen Fensterpolitik, für eine überschaubare Zahl von etwa 300.000 Leuten getan hat, hat die Volkswirtschaft nicht unzulässig belastet, war aber das total falsche Signal nach meiner Auffassung. Auch Frankreich, obwohl eine andere demografische Entwicklung, wird vor der Aufgabe stehen, das Rentenalter nach oben und nicht nach unten zu setzen. Mein Eindruck ist, dass der französische Präsident das auch erkannt hat und entsprechend handeln will. Genauso gut wie Frankreich etwas tun muss, was nicht das Gleiche ist, wie wir 2003 getan haben, aber dass sie die Arbeitsmärkte flexibilisieren müssen, dass sie Veränderungen einführen müssen in den Bereichen der sozialen Sicherungssysteme, kann gar keine Frage sein. Sie haben erste Schritte gemacht durch die Einigung zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden. Das sind Schritte in die richtige Richtung, aber sie werden nicht ausreichen. Letztlich glaube ich, dass man derartige Reformen auch nicht auf die Weise durchbekommt, wie Hollande es jetzt versucht, wie wir es mit dem Bündnis für Arbeit versucht haben. Herr Voschrau, gehen Sie noch mal voran. Wir haben über die Energiewende gesprochen, aber es gibt sicherlich noch andere Infrastrukturprobleme, die Sie adressieren als Voraussetzung dafür, dass die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland erhalten bleibt. Was muss denn da so geschehen in den nächsten 5 Jahren? Also die beiden Punkte, die ganz vorn anstehen momentan, sind eindeutig die Energiewende, weil Energie- und Rohstofffragen natürlich die Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes sind. Wir können nicht nur über die Energieversorgung reden, wir müssen uns auch mal angucken, wie Rohstoffe in anderen Ländern und Kontinenten nach vorne gewonnen werden. Und wir können uns nicht hinstellen und so tun, als wenn wir das, was sich momentan in den USA tut, was eine industriepolitische Revolution auslösen kann, nicht zur Kenntnis nehmen. Sie meinen Fracking? Wenn wir das dann in Deutschland irgendwann mal vielleicht dann zur Kenntnis nehmen, ist es zu spät. Das andere ist, ich betrachte etwas sehr problematisch, wo die Medien dran beteiligt sind. Ich nehme zwar etwas vorweg, was ich nachher sagen will, sage es aber trotzdem schon mal. Es wird momentan politrhetorisch ein Keil zwischen die Wirtschaft und die Gesellschaft in Deutschland getrieben. Und das halte ich für enorm gefährlich. Der größte Stabilitätsanker unserer Demokratie sind 42 Millionen Arbeitsplätze und davon ungefähr 36 in Unternehmen. Dagegen sind die Mitgliedschaften in Parteien, in Sportvereinen und in der Kirche gar nichts. Wir treiben momentan einen Keil in das Vertrauen der 36 Millionen Arbeitnehmer, die ihre Arbeit tun, weil wir von Abzockern und Ausgebeuteten reden. Das stimmt nicht. Aber Herr Voschrau, man wird schon einwenden müssen, dass es ein paar Industriebereiche gibt, wo doch vielleicht die Gehälter auch in Höhen gewachsen sind, wo man auch einen gewissen Unmut in der Gesellschaft versteht. Oder 20 Millionen im Jahr ist dann vielleicht doch ein bisschen viel an mancher Stelle. Über gewisse einzelne Fälle rede ich nicht. Die tragende Säule in Deutschland ist die Gemeinschaft der großen Leuchttürme mit dem enorm technologischen Mittelstand in Deutschland, die in Fußmarschweite die technische Entwicklung betrieben haben. Das ist Deutschlands Stärke. Das gibt's auf der Welt nicht nochmal. Wir können doch kein Keil in das Vertrauen der 36 Millionen Arbeiter in die Führung ihrer Unternehmen treiben.
Das ist ein ganz gefährliches Spiel. Und dazu kommt noch, wir müssen ebenfalls zur Kenntnis nehmen, dass um uns herum keiner auf uns wartet. Und dass wir gezwungen sind, jeden Tag unser Handeln daran zu messen, ob es wettbewerbsfähig im globalen Wettbewerb ist. Die meisten, die hier sitzen, verkaufen doch keinen Strom. Wir verkaufen Produkte. Und diese Produkte stehen im weltweiten Wettbewerb. Also die Grundvoraussetzungen, die das notwendig machen, müssten mal mit den 5 größten Branchen in Deutschland ausdiskutiert werden. Wir haben ja auch die Stromwende falsch angefangen. Man fängt doch an bei dem, der es braucht und stellt dessen Notwendigkeiten fest. Und dann geht man dahin, wie ich es herstelle. Wir sagen, ich stelle her, friss, Vogel oder stirb. Und der Dialog zwischen Politik und Wirtschaft in Deutschland ist in dem Zusammenhang gestört. Jeder lastet gerade gleich dem anderen das auf, was gegebenenfalls das Ganze kostet, ohne dass man mal ausdiskutiert, was sind eigentlich pro Branche die Grundlagen, um hier in Deutschland wettbewerbsfähig sein zu müssen. Denn wir haben 2 Dinge, die sind in unseren Grenzen eingemauert. Das eine ist unser Volksstamm, der ja sehr einfach ist. Und das andere sind unsere Sozialsysteme, die aber nur durch Wertschöpfung in Deutschland bezahlt werden. Die zahlt uns kein Mensch. Und darüber müssen wir uns mal klar sein, welche Grundlagen wir eigentlich brauchen, um das zu gewährleisten. Das fehlt. Jetzt haben wir gespürt, wie viel Temperament dem Verband fehlen wird, wenn der mal nicht mehr Präsident ist. Ja. Jetzt muss ich mal den Advocatus Diaboli machen und spreche in Richtung Herrn Brüderle. Es ist aber doch auch so, Herr Brüderle, dass bei den Kosten der Energiewende sehr viel auf die Privathaushalte abgewälzt wird und die Industrie ziemlich glimpflich davonkommt. Also so schlecht sind da die Bedingungen nicht. Es sind unterschiedliche Dinge. Einmal in der Tat, das Energieeinspeisungsgesetz muss grundlegend neu gemacht werden, das ist Planwirtschaft. Es kann nicht richtig sein, dass man 20 Milliarden umlegt, dass quasi die Oma mit der Leselampe die Gebäude, die nur aus Solarzellen bestehen, quasi subventioniert. Das ist ja faktisch der Fall. 20 Milliarden Zwangsumlage. Das ist völlig falsch. Das muss revidiert werden. Das Zweite ist, es war ein nationaler Konsens der Energiewende. Schneller raus aus der Kernenergie. Das kann man unterschiedlich sehen, aber es war so. Da muss man aber Ersatz schaffen. Da muss man Leitungen bauen. Wir kriegen die Hochspannungsleitung nicht hin. Es fehlen 3.000 Kilometer. Wir brauchen dann Kohle- und Gaskraftwerke. Kriegen wir nicht hin. Aber Sie reden jetzt so, als seien Sie die Opposition. Ja, entschuldigt, die Genehmigung. Herr Frey, die Genehmigung für ein Kohlekraftwerk setzt die Stadt Mainz in meiner Heimatstadt. Das schief geht. Sie kennen das ganz genau. Das setzt nicht die Bundesregierung. Und die Leitungen, der Netzplan der Bundesregierung ist fertig, muss denn baurechtlich von Ländern und Gemeinden gemacht werden. Überall haben Sie die Bürgerinitiativen, die gleichen, die gegen die Kernkraft waren, sind heute gegen die Stromleitung. Wir kriegen kein Pumpspeicherwerk her, deshalb funktioniert es nicht. Wir importieren denn die Kernenergie aus Temelin, aus der Slowakei und aus Frankreich. Das ist eine redliche Energiewende, indem wir woanders die Kernkraft aufbauen und bei uns rausgehen. Das müssen wir machen. Wir werden auch die Investition zur Weitermodernisierung nicht kriegen mit Steuererhöhung. Wir müssen faire Bedingungen haben verglichen zu anderen Ländern. Und da muss man auch eine gesellschaftliche Bereitschaft haben. Wir sprachen auf die Stärkekartoffel über andere Dinge. Ein Land, das Zukunft haben will, muss auch ein Stück inneren Mut haben, seinen Ingenieuren, seinen Naturwissenschaftlern ein Stück Vertrauen entgegenzubringen. Das heißt nicht überall blauäugig, aber überall nur Angst. Damit gewinnt man keine Zukunft. Herr Merz, wir wollten noch mal. Thema Infrastruktur in Deutschland, an einem solchen Industriestandort wie hier. Wenn Sie auf die nächsten 10 Jahre gucken, wo herrscht der dringendste Verbesserungsbedarf und wie zuversichtlich sind Sie, dass man das auch umsetzen kann, wenn Sie sich angucken, wie lange die Genehmigungs- und Durchsetzungsprozesse in diesem Land dauern? Wir haben heute Morgen schon mal kurz über den Verbundstandort Ludwigshafen gesprochen und Eckart Foscherau hat den wahrscheinlich richtigen Hinweis gegeben, dass dieser Standort heute, so wie er hier ist, gar nicht mehr genehmigt würde. Jedenfalls eines scheint auch mir richtig zu sein. Wir haben enorme Schwierigkeiten, industrielle Großprojekte in Deutschland auf den Weg zu bringen.
Und der Ausbau der Netzinfrastruktur ist ein industrielles Großprojekt. Auch wenn es vor Ort relativ kleinteilig ankommt. Aber für ganz Deutschland ist es ein industrielles Großprojekt. Und jetzt wollen wir gar nicht über den Berliner Flughafen reden. Aber wenn das ganze Desaster da mal vorbei ist, wäre es, glaube ich, einiger Mühe wert, sich mal die Frage zu stellen, wie es jenseits der handelnden Akteure, die auch ihre Unzulänglichkeiten bewiesen haben, aber wie es eigentlich jenseits der handelnden Akteure strukturell zu solchen Verwerfungen kommen kann. Warum ist Deutschland nicht in der Lage, solche Projekte sauber zu planen und einigermaßen im Kostenrahmen auch umzusetzen? Ich habe eine Vermutung. Ich bin auf dem Gebiet... Ich verstehe auch vom Vergaberecht und vom Planungsrecht zu wenig, aber ich habe eine Vermutung. Hier wird zu lange in öffentlichen Institutionen geplant und in der Verteilung hinterher, wenn es um die Realisierung geht, zu viele, auch wegen unserer Mittelstandsrhetorik, am Ende des Tages zu viele beteiligt. Und wenn dann 200 Firmen auf der Baustelle rumlaufen, statt eine, die dafür verantwortlich ist und das alles koordiniert, dann kann das nicht gelingen. So, und insofern müssen wir uns die Frage stellen, und ich glaube, da wird man sowohl von den Franzosen als auch von den Amerikanern, vielleicht sogar von den Chinesen lernen können, wie die sowas besser machen. Wie man unter Beteiligung der Bevölkerung, selbstverständlich, die stellt ja niemand grundsätzlich in Frage, aber wie man mit dem richtigen Maß der Bürgerbeteiligung, die muss dann auch irgendwann mal zu Ende sein, eine solche Projektion auch machen kann. Und nochmal, das Thema industrielle Großprojekte ist nicht vom Tisch. Ich habe überhaupt nichts gegen Mittelstand, ganz und gar nicht. Und ein ganz großer Teil unserer Volkswirtschaft ist Mittelstand. Aber wir wollen es auch mal nicht übertreiben. Die Bundesrepublik Deutschland braucht Industrie und Industrie heißt auch Großindustrie. Und das müssen wir in den nächsten Jahren verstärkt diskutieren. Und dann dürfen nicht solche Exzesse passieren wie in Stuttgart oder wie in Berlin. Daraus müssen wir konstruktiv etwas lernen für den Industriestandort Deutschland. Herr Schmidt, ich hätte die letzte Frage dann in dieser Runde an Sie, um das noch mal zuzuspitzen. Haben wir zu viel Beteiligung oder gelingt es uns nicht wirklich, die Menschen mitzunehmen, um solche Veränderungen herbeizuführen? Zurzeit gelingt es in geringerem Maße, als in den 1980er und 70er und 60er und 1950er Jahren. Das liegt zum ganz großen Teil daran, dass die deutschen Medien, die elektronischen Medien wie gedruckten Medien, wie die getwitterten im Internet Medien. Machen Sie das? Nein, ich bin altmodisch. Dass die alle die Parlamentsberichterstattung verlagert haben in eine sehr oberflächliche Sphäre. Über das Europäische Parlament und was dort geredet und beschlossen wird, können Sie in den deutschen Zeitungen fast überhaupt nichts lesen. Sie können zweitens auch nicht miterleben, was im Bundestag geschieht. Stattdessen haben Sie 4 oder 5 Talkshows, so ähnlich wie wir hier heute Morgen, immer dieselben Gesichter. Immer dieselben grundsätzlichen Phrasen. Die Aushöhlung der parlamentarischen Demokratie, die auch in Deutschland, übrigens auch in Amerika, im Wesentlichen das Werk der Medien ist, muss einem tatsächlich Sorgen machen. Es waren ganz große Diskussionen in den 50er und in den 60er Jahren, auch noch in den 70er Jahren. Und das deutsche Volk hat am Radio gesessen und später saß es vor dem Fernsehen und hat sich engagiert und pro und contra. Heutzutage geben wir uns zufrieden mit Oberflächlichkeiten. Wenn hier zum Beispiel heute vorhin die Rede war von dem Rentenalter. Ich muss mal daran erinnern, heute vor 125 Jahren führte Bismarck die Rentenversicherung ein.
Damals stand im Gesetz, dass die erste Rente ausgezahlt wurde mit dem 70. Geburtstag. Da war die Masse der betroffenen Arbeiter längst tot. Im Ersten Weltkrieg hat man, um das Volk bei Kriegslaune zu halten, das Rentenalter runtergesetzt auf 65 Jahre. Das ist heute noch. Tatsächlich wird im deutschen Durchschnitt die erste Rente ausgezahlt mit 62 Jahren und ein paar verquetschten Monaten. In meiner Lebenszeit, ich bin 1918 geboren, ist die durchschnittliche Lebenserwartung für Männer gestiegen um mehr als ein volles Jahrzehnt. Gleichzeitig werden viel weniger Kinder geboren als zu der Zeit, wo ich geboren wurde. Das heißt, wir müssen länger arbeiten. Wir haben es inzwischen ja auch kapiert. Wir protestieren zwar noch ein bisschen, aber im Grunde hat ja Schröder mit seiner Agenda 2010 es richtig gemacht. Aber ich bleibe bei dem Punkt, dass wir Rücksicht nehmen müssen auf unsere Nachbarn. Auf die Polen, auf die Franzosen, auf die Holländer, auf die Schweizer, auf die Tschechen, auf die Dänen, auf alle unsere Nachbarn. Auch am Ende des 21. Jahrhunderts werden Polen und Deutsche unmittelbare Nachbarn sein. Und die Polen haben einen anderen großen Nachbarn im Osten, das ist Russland. Das wird auch nach 100 Jahren noch genauso sein. Und es wird immer noch genauso sein wie heute, dass die europäischen Völker, einige 35 oder 36 Nationen, dass sie gemeinsam 30 verschiedene nationale Sprachen sprechen. Die einzigen, die sich durchsetzen mit ihrer eigenen Sprache, sind die Engländer. Die sind dafür weniger für Europa begeistert als der ganze Rest. Aber ich benutze diese Gelegenheit, um eine Notwendigkeit auszusprechen, nämlich, dass wir uns darüber klar werden, dass alle europäischen Fortschritte gemacht werden müssen, im Wissen darum, dass wir alle nationale gefärbte Kulturen haben. Jeder Franzose erlebt die Geschichte Frankreichs in der Schule aus französischer Sicht. Die wird ihm in französischen Büchern auf französische Sprache beigebracht. Genauso jeder Pole, genauso jeder Deutsche. Und jeder sieht die Schandtaten des Nachbarn sehr deutlich. Die werden ihm sehr deutlich serviert. Er sieht auch die eigenen großen Leistungen der eigenen Nation sehr deutlich. Und die Vereinigten Staaten Europas bleiben wahrscheinlich eine Illusion. In China kann jeder Chinese Mandarin lesen. Er sieht Mandarin im Fernsehen. In den Vereinigten Staaten von Amerika 300 Millionen, die sprechen alle eine und dieselbe Sprache. Inzwischen spricht das mexikanische Spanisch eine wachsende Rolle. Aber nirgendwo gibt es einen Kontinent, der sich angeblich zusammenschließen will, der 30 gleichzeitig verschiedene Sprachen spricht. Das wird aber so bleiben. Wir können es nicht ändern. Also müssen wir etwas bescheidener werden mit unseren Vorstellungen von der Zukunft Europas. Lieber Schmidt, ich bedanke mich für dieses, ich nehme es mal als Schlusswort für diese Debatte. Ich darf anmerken, was die Medienkritik angeht, hier hat ja auch der Herausgeber einer Wochenzeitung gesessen. Also ich bin sicher, dass Sie das mit Ihren Kollegen von der Zeit genauso intensiv diskutieren. Und übrigens, Bundestagsdebatten werden in dem Sender, der diese Diskussionsrunde überträgt, Phoenix, ganz regelmäßig übertragen. Trotzdem nehmen wir uns alles zu Herzen, was Sie uns ins Stammbuch geschrieben haben. Vielen Dank, meine Herren. Zwei Bundeskanzler auf einem Forum, außergewöhnliches Ereignis für diese interessante Vormittagsrunde. Herr Foschrau, ich hoffe, Sie sind mit Ihrem Geburtstagsgeschenk zufrieden gewesen. Danke.